Kinder sind unsere Zukunft. Welche Zukunft haben unsere Kinder? Nachhaltig denken und handeln, sogar nachhaltig Geld anlegen, das geht. Es wird Zeit, weiterzudenken. Nachhaltige Anlagen, die die Rechte von Kindern achten und die Perspektive der jungen Generation berücksichtigen. Zeit, dass sich was ändert. Zeit, neue Wege zu gehen. Habt ihr da nicht eine Idee? Wir überlegen immer wieder neu, wie können wir noch diese gute Arbeit der Kindernothilfe unterstützen? Wir haben überlegt, können wir nicht auf Unternehmen zugehen, die mit uns die Werte teilen und daran arbeiten wollen? Und genau in dem Augenblick kommt die Bank für Kirche und Diakonie in Person von Dr. Tiesler auf uns zu und sagt, wir haben da eine Idee. Wir müssen schauen, dass wir in Unternehmen investieren, die vorbildlich arbeiten, die Kinderrechte berücksichtigen, die gegen ausbeuterische Kinderarbeit angehen, Kindeswohl im Blick haben. Einen Fonds für Kinder, der Kinderrechte im Fokus hat, der aber eine Grundlage hat, Nachhaltigkeit, Klima, Zukunft für Kinder. Wir haben Anleger, die langfristig nachhaltig anlegen wollen. Mit dem Kinderzukunftsfonds von Union Investment kann man Geld nachhaltig anlegen. Kooperationspartner dieses Projekts sind die Bank für Kirche und Diakonie, kurz KD Bank, und die Kindernothilfe, um eine lebenswerte Zukunft für Kinder zu schaffen. Bei dem Kinderzukunftsfonds haben wir auf einmal einen Fonds, der sehr strenge Kriterien hat in Sachen Nachhaltigkeit, aber darüber hinaus noch das Thema Menschenrechte, Kinderrechte und die SDGs, Sustainable Development Goals, mit sich bringt. 17 Nachhaltigkeitsziele haben die Vereinten Nationen verabschiedet. Daraus ergeben sich für die Fondsmanager strenge Ausschlusskriterien, in welche Art von Unternehmen nicht mehr investiert werden sollte. Wo wollen wir nicht dabei sein? Das sind Themen wie Kernkraft, Atomkraft, Waffenhersteller, Staaten, die gegen Menschenrechte verstoßen. Auf der anderen Seite wollen wir die Unternehmen bevorzugen, die gerade bei diesen Themen, vor allem Menschenrechten, Vorreiter sind, aber auch, was die Produktpalette angeht, durchaus modern aufgestellt, sie nachhaltig und auch zukünftig von gewissen Investitionsprogrammen profitieren werden. Der Kriterienausschuss von Finanz- und Nachhaltigkeitsexperten berät die Kindernothilfe bei der Erstellung der Anlagekriterien. Der eigens eingerichtete Jugendbeirat soll in Zukunft ebenfalls unterstützen. Die Kinderrechte können schon in der Anlage deutlich besser reflektiert werden und bewertet werden, als es bisher üblich ist. Und wir wollen natürlich auch viele Nachahmer finden bei anderen Anlegern, bei Fondsmanagern. Nachhaltig Geld anlegen und dabei das Wohl der zukünftigen Generation im Blick behalten. Mit dem Kinderzukunftsfonds von Union Investment.